Er würde mir gehorchen. Sei schön brav, sonst kriegst du heute keinen Nachtisch. Ich bin Juri. Ihr werdet mir gehorchen. Wir haben ein nettes, sicheres Plätzchen für ihn, wo er den Rest seiner Tage verbringen kann. Professor Einstein nennt es psychische Isolationszelle. Ich danke Ihnen, Commander. Jetzt wird nichts mehr kontrolliert, nicht die kleinste Fliege. Was soll das hier los? Wir machen eine temporale Verzerrungswelle aus, General. Das sind die beiden Zeitlinien, Lieutenant. Sie verschmelzen. Eine Folge von Ereignissen muss jetzt über die andere dominieren. Verschmelzung der beiden Zeitlinien in 3, 2, 1. Wir sind jetzt auf DEFCON 2. Was zum Teufel ist da los, Lieutenant? Er ist wieder aufgetaucht, Mr. President. Und läuft's gut, Mr. President? General Carver, Sie sind doch... Zeitreisen. Noch nie was davon gehört, Sir. Gefällt Ihnen das? Der Präsident hat zur Siegesfeier ins Weiße Haus geladen. Ich dachte, wir beide könnten vielleicht... Kommen Sie, Commander. Irgendwie war das so nicht geplant. Professor? Doc! Sie haben doch noch diese Zeitmaschine, ja? Gut, könnten Sie mich zurückschicken? 2 Stunden in Ihren Zeitlinien gibt's anscheinend einen Knick. Sehe ich Sie in der Neufassung?